solange er glücklich ist. Pauline sprach über ihren Sohn und sie sprach mit seinem Vater, mit Andrew. Eine Mutter zielt immer auf das Wesentliche. Sie hatte recht, der Vater aber gelangte zu anderen, objektiveren, wenn auch wohlwollenden Gründen, Steves Wahl einer Ehefrau gut zu heißen. Die körperliche Anziehung versteht sich von selbst. Sie ist extrem hübsch auf ihre Weise. Wie jedermann weiß, dass die typischen Reize einer Blondine anders sind als die einer Brünetten, auch wenn er persönlich sich nie, bisher, bei dem wunderbaren Geheimnis der Sexualität ist ja immer alles möglich in jedem Alter, zu einer schwarzen Frau hingezogen gefühlt hatte. Er findet sie intelligent, kein Zweifel, sie schaltet schnell, erwidert mit dezidierten Meinungen und respektiert die der anderen. Auch hat man nicht das Gefühl, man müsse seine Worte auf die Goldwaage legen, weil die Erfahrung mit der Welt, in die der Zufall sie alle hineingestellt hat, unterschiedlich war, wie das Aussehen, das man nicht teilt. Ihr Verhalten. Sie ist weder unterschwellig aggressiv als Vergeltung für die Herabwürdigung Schwarzer durch Weiße, sofern Andrew Reed sich derer je schuldig gemacht hat, noch ist ihr Auftreten das feindselige, stolze, missgünstige mancher Schwarzer heutzutage. Sie macht klar, dass sie es nicht als Privileg empfindet, in weißen Kreisen akzeptiert zu sein. Sie ist einfach sie. Und er ist nicht einfach ein Vater, er ist eine neue Person, die sie in ihrem Leben kennenlernt, solange er glücklich ist. Andrew Reeds Eltern hätten irgendwo denselben ihm gegenüber nicht geäußerten Gedanken haben können, als er Pauline Aronson heiratete. Sie waren keine Antisemiten, Gott bewahre. Diskriminierung ist unchristlich. Aber wenn er, wie sie ungern dachten, nicht nur nachlässig in seiner Religionsausübung, sondern regelrecht ungläubig geworden wäre, blieb er dank Herkunft seines Vaters, seiner Moral und seiner Kultur doch immer noch Christ. Sie kamen ganz gut zurecht mit seiner jüdischen Frau Pauline. Vielleicht war auch sie kein praktizierendes Mitglied ihrer Religion. Zu Weihnachten brachten sie Stephen, Alan und Jonathan, die frohgemut und erwartungsvoll mit Vettern und Cousinen um den Christbaum saßen und aus den Händen von Großvater Thomas Reed, einem bartgetarnten Weihnachtsmann, ihre Geschenke entgegennahmen. Pauline und Andrew tauschten Geschenke, die sie einander verstohlen unter den Baum legten und dann unter Gelächter und Umarmungen öffneten. Dass seine Eltern zu keiner Taufe von Andrews Kindern eingeladen waren, blieb unerwähnt. Er hielt es nicht für nötig, ihnen von der Beschneidung zu erzählen. Steve erinnerte sich an diese Weihnachtsfeiern seiner Kindheit als die einzigen Familienfeste. Und eine schuldbewusste, von einer gespielt erleichterten Grimasse begleitete Bemerkung seiner Mutter, sie habe nie am Freitagabend an einem Sabbattisch sitzen und den Antworten ihres Bruders auf den gestöhnten Segen lauschen müssen, die er nicht verstand, weil er anderen Feiern, die sie meinte, nichts wusste. Andrew begleitete sie zu den Hochzeiten ihrer Verwandten in der Synagoge, so wie sie zu den Hochzeiten seiner Verwandtschaft in der Kirche mitging. Als Ehepaar hatten sie eine eigene Gemeinde. Seine Geschäftspartner mit Gattinnen und ihren Ritualen aus Dinnerpartys in beliebten Restaurants und Gala-Cocktailpartys in den Golfclubs, bei denen die Männer über Börsenkurse und Schläge aus dem Rough diskutierten und die Frauen Erfahrungen mit ihren Freizeitvergnügungen austauschten. Pauline war Mitglied in einem Buchclub und begann mit Seidenmalerei, bei der sie sich insgeheim eingestand, dass hier die Grenze ihres Talents als Malerin, von dem sie einst überzeugt gewesen war, erreicht sei. Kleine Ironie, dass einer ihrer Söhne eines Tages in seiner ersten beruflichen Laufbahn Experte in einer Fabrik für Industriefarben wurde.
Ihr Mann indes teilte ihre Einstellung nicht. Er war, als sie einander kennengelernt hatten, von ihren Klecksereien beeindruckt gewesen. Sie waren einer der Gründe, aus denen er sich in sie verknallte, wie man damals sagte. Ihre trockene, intelligente Ironie bei zahlreichen Gelegenheiten kommt vielleicht von der jüdischen Seite, die sie in die Ehe eingebracht hat. Irgendwie zollte sie dem, was sie war, immer sein würde, mit der eigenartigen Ehrerbietung ihrer Söhne Tribut. Wie sich zeigte, war Alan von ihren drei Kindern das einzige, das eine musische Ader hatte. In den Zirkeln, in denen sie und Andrew gängige Meinungen umkreisen, besagte eine, dass bei Männern mit künstlerischen Ambitionen eine ausgeprägte Neigung zur Homosexualität bestehe, wofür die üblichen Bezeichnungen benutzt wurden, Tunten, Schwuchteln und so weiter. War das, was dann zu Alans sexueller Vorliebe wurde, mitsamt seiner Lyrikbegeisterung sein Erbteil von ihr? Er hatte darunter gelitten, seine weltläufige Mutter war seine Vertraute. Sie hatte immer gewusst, welche Türen vor seiner Nase zugeschlagen wurden, weil er schwul war. Gay, was für eine Ironie, abermals, dieses Wort, diese Fehlbenennung. Was soll denn fröhlich daran sein, wenn man verhöhnt und verachtet wird? Aber was für ein großartiges Ergebnis hatten die Aktivitäten seines Bruders Steve gezeitigt. Eine Revolution. Was immer sein Anteil daran war, sie hatte nicht nur die Schwarzen befreit, sondern dieselben verfassungsgemäßen Rechte, dieselbe gesetzliche Anerkennung herbeigeführt, auf die Männer wie Alan, der Männer lieben, ein Recht haben. Pauline wusste nur zu gut, dass dies eine verkürzte, eine, wie hieß das Wort, reduktionistische Auffassung von Freiheit war. Aber als eine Kraftunterdrückung der Mitmenschen noch in sehr naher Vergangenheit privilegierte Weiße, hatte sie eben keine andere Minderheitenerfahrung. Andrew, sein Vater, hatte akzeptiert, dass von seinen Söhnen einer Liebe mit Männern macht. Jawohl in den Ausscheidungsort der Scheiße eindringt, als eine Version von sexuellem Begehren. Er konnte nicht verstehen, wie es zu diesem freiwilligen Verzicht auf die Liebe der Frauen, den für den vollkommenen Vollzug geeigneten Ort an ihren liebreizenden Körpern kommen konnte. Er liebte seinen Sohn und zeigte es nach wie vor, und wie er über ihn dachte, ließ er nicht nach außen dringen. Nicht Abneigung, nicht Ekel, Bedauern. Er ging nicht so weit, dass er gegen Alans Liebhaber eine außergewöhnliche Herzlichkeit an den Tag legte. Das tat Pauline, sie behandelte die Männer genauso wie ihre Schwiegertöchter, die Erzeugerinnen ihrer Enkel. Ihm fiel es schwer, sich den Leitsatz zu verordnen, solange er glücklich ist. Steve brachte Studenten mit nach Hause. Sie wurden auf der kleinen Terrasse mit Erdnüssen und Tetrapack-Fruchtsäften bewirtet, obwohl ihnen vielleicht Bier und gutes Gras lieber gewesen wäre. Es waren keine Seminare, ihr Prof, wie sie ihn nannten, obwohl er vorerst nur Dozent war, lud sie als junge Freunde ein. Dass die meisten von ihnen in die Nicht-Kategorie fielen, wie das genannt wurde, die nicht-europäische, afrikanische Schwarze, afrikanische Inder, afrikanische Gott weiß wie gemischte Weiße, was an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität etwas Neues war, war durchaus auch nichts Neues für Jabou und ihn und für viele, die sie als Nicht-Dienstboten zu Hause empfingen. Während des Kampfes hatte es unter den Identitäten der Genossen keine Nicht-Kategorie gegeben. Ein weißer Genosse hatte sich nicht unzulänglich gefühlt, wenn er nicht die Sprache der Kader beherrschte, unter denen er eine Minderheit war
und mit denen er sich nur in seiner englischen Muttersprache verständigen konnte. Die wenigen umgangssprachlichen Brocken aus afrikanischen Sprachen, die er wie jedes Kollektiv mit gemeinsamen Zielen, Aktivitäten, Umständen aufgeschnappt hatte, sind ein eigener Jargon, ein Notbehelf. Schließlich gab es die kubanischen Kader, von denen die meisten, obwohl sie sich als Brüder erwiesen, keine zwei Wörter der Lingua Franca, Englisch, konnten. Sie kamen von weit her, viel weiter als die Entfernung zwischen schwarzen und weißen Kadern in deren Jugend. Das war damals. Die geübte Nachsicht, mit ihm und von seinen schwarzen Freunden Kiese und anderen, den Studenten, die seine Fächer studierten, war jetzt Schnee von gestern. Er war Afrikaner und verstand nicht jede afrikanische Sprache, konnte sich nicht verständigen. Nachsicht geübt von wem? Seiner Geliebten, Mutter ihres gemeinsamen Kindes, von Chabulil. Er hatte nie diese intimen Wörter zu ihr gesagt, die in ihren Ohren zweifellos verbindlicher klangen als Schatz, mein Liebes, etc. Und Jabu war Lehrerin. Sie war überrascht, neugierig, als er verkündete, du musst mir Zulu beibringen. Welche Sprache sollte er sonst lernen? Es war ihre. Sie benutzte leichthin die englische Alltagskoseform Darling, was ist los mit dir? Ein neuer Gedanke. Du sprichst doch mit Sindiswa Zulu. Sie kann schon ziemlich viel sagen, fordern, was sie will. Ich verstehe sie nicht. Sie versteht mich nicht. Jabu lachte. Ich rede auch Englisch mit ihr und du ebenfalls. Wenn sie aufwächst, wird sie mit mir in einer Sprache reden, die wir gemeinsam haben, und ich kann nicht mit ihr in einer Sprache reden, die auch ihre ist, aber nicht unsere gemeinsame. Ist das so schlimm? Es haben doch viele einen Elternteil, der die Sprache des anderen nicht kann, aber das Kind lernt sie. Ich bin kein Ausländer. Dass es nötig ist, es wieder zur Sprache zu bringen, jetzt ihr gegenüber, er ist ein Weißer, der seine Identität verdient hat, kein Nicht-Schwarzer, Afrikaner. Also wo fangen wir an? Das wird lustig. Ich bin streng, weißt du. Wie wär's gleich heute Abend? Nein, wir müssen zu dem Kizes, ihre Schwester. Seine Schwägerin ist wieder da mit dem Ghanaer, den sie geheiratet hat. Große Aufregung. Er ist Chirurg mit irgendeinem Spezialgebiet und hofft auf einen Job an der Uni. Er möchte mit dir darüber reden. Ah, es ist ja nicht eilig. Ich war jetzt so lange dumm und sprachlos, wann immer du mich unterbringst als einen deiner vatikanischen Schüler. Sofort fällt ihr eine der väterlichen Maximen aus ihrer Kindheit ein. Die beste Zeit ist jetzt. Sprich mir nach. Ningumfana, Olankifile, Ekasini, Lika, Tisela, Ujabu. Das heißt, wie wirst du mich für meinen Extraunterricht bezahlen? Nur wenn du mich nicht mehr wegen meiner Aussprache auslachst, mit einer Umarmung, die ihn zu ihrem Mund führte und zu dem tiefen Kuss, der in eine andere Tages-, vielmehr Nachtzeit gehört. Dabei war nichts Spielerisches am Sprachunterricht. Am Wochenende machte er schriftliche Grammatikübungen, die sie ihm vorgab, und lernte Vokabeln, ihr ausgewähltes Lexikon gesprochener Wörter, die sich ihrer Ansicht nach am besten eigneten für beispielsweise einen Austausch mit seinen Studenten, wenn er sie nach Hause einlud. Es wurde aber auch ein recht erfreulicher Rollentausch, der Dozent als Schüler. Jabu korrigierte ihn niemals in Gegenwart der Studenten, sondern überließ es ihnen, sich applaudierend auf die Jeans gepanzerten Schenkel zu klopfen, wenn sie ihm Nachhilfe geben und ein paar nützliche, beinahe Obszönitäten beisteuern konnten,
gegen die sie unter allgemeinem Gelächter Einspruch erhob. Seiner Autorität als Dozent dieser jungen Leute tat dies keinen Abbruch. Einer anderen Art Autorität, als ihr Vater sie besaß, der in der Vergangenheit so viel dafür getan hatte, dass sie in der Gegenwart gleich sein konnte. Dass sie die Emanzipation ihres Mannes beförderte, indem sie ihm half, sich nicht nur in einer europäischen Sprache, sondern auch als Afrikaner auszudrücken, lag natürlich in der Tradition ihres Baba, der ihr, als sie ohne Prozess eingespart war, Bücher hatte zukommen lassen, ein außerplanmäßiger Direktoratsunterricht und eine spirituelle Pflicht als Presbyter seiner Kirche. Eine andere Maxime hatte der Vater ihr vorbuchstabiert, indem er ihn denn dann irgendwie in ihre Zeile eingeschmuggelten Lehrbücher einzelne Wörter unterstrich, die aneinandergereiht diese Aussage ergaben. Es ist bedauerlich, dass wir die Sprache des Unterdrückers benutzen, um für unsere Freiheit zu sprechen. Die Worte stammten von Gandhi, erfuhr sie später. Steve hatte recht, was das Unternehmen Alert Watch betraf, dessen Gebühren die Vorstadt jeden Monat bezahlte. Zweifellos beschäftigte es Impimpis, schwarze Verräter, die in der Apartheid-Armee gedient hatten. Kaum eine Guerillataktik ist in dem Nachspiel, das man Frieden nennt, noch von erwähnenswertem Nutzen. Die einzige Fähigkeit, die nützlich sein könnte, ist das Talent zur Gewalttätigkeit. Und darauf verlegten sich die gewöhnlichen Soldaten der besiegten Truppen. Kommt zur Armee, der gegenwärtigen Version der Streitkräfte unseres Landes. Leider ist wegen deiner Vergangenheit dort kein Platz mehr für dich. Aber lass dich doch von der neuen Industrie anstellenden Sicherheitsfirmen. Dort hantierst du immerhin mit den vertrauten Waffen, hast lediglich eine andere Lizenz für ihren Gebrauch. Du verteidigst nicht mehr die Apartheid, sondern privaten Besitz. Zu Weihnachten hatte Shabu die Alert-Watch-Streife auf derselben Liste wie den Postboten und die Beschäftigten der städtischen Müllabfuhr, die gemäß dem offensichtlich herrschenden Vorstadtbrauch ein kleines Trinkgeld bekamen. Arme Teufel, welche Chance auf eine andere Ausbildung hatten sie denn? Sie gehörten ja zu den Ärmsten der Armen und die waren ihr Volk, auch sein Volk, Gottes Volk. Es kommt nicht oft vor, dass man ihr noch anmerkt, wie es gewesen sein muss als Enkelin eines Pfarrers, Tochter eines Ältesten. Er nahm einfach an, dass christlich sein, wie bei ihm, eine Art ethnisches Etikett sei, das unter dem einzigen Engagement, das sie kannten, dieser anderen Rubrik Gerechtigkeit, längst abgefallen war. Aber zwischen den vielen Möglichkeiten des Wandels, den vielen abgelösten Etiketten, Blankes allein vor Parkbänken, Whites only von öffentlichen Toiletten, schienen die Leute nach irgendeiner Autorität jenseits, nein, außerhalb der von der Revolution herbeigeführten allgemeinen Lage zu suchen, obwohl sich diese alternativen Autoritäten in der Vergangenheit als nutzlos erwiesen hatten. Die Delfinmänner wurden gesehen, wie sie in tadellos gebügelten Hosen zur benachbarten Kirche pilgerten. Von einer anderen Kirche wurden Alan und sein Freund allerdings nach wie vor abgewiesen. Wozu brauchte man eine andere Taufe aus dem planschenden Segen im Pool? Ein Kniefall der Dankbarkeit, dass das Gesetz ihr Geschlecht anerkannt hatte. Gott sei Dank. Die Genossen verteilten sich auf eine bisweilen unvorhersehbare Bandbreite an Aktivitäten und Berufen. Manche waren qualifiziert, in die Berufe und Unternehmen zurückzukehren,
die sie für die Ausbildungslager in Busch und Wüste aufgegeben hatten. Es gab Anwälte und Ärzte, deren jugendliche Karrieren gleich zu Beginn unterbrochen worden waren, weil sich ihnen in diesen Jahren ein nachdrücklicheres Erfordernis in den Weg gestellt hatte.